Moinsen, in diesem Video erwarten euch 10 Fakten über Xiaomi und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So wird's geschrieben, aber wie wird es ausgesprochen? Offiziell soll das X wohl ausgesprochen werden wie das CH in weich, also Xiaomi scheint wohl richtig zu sein. Die Smartphones der Marke kommen in der Regel unter den Namen Redmi oder Mi heraus. Mi soll dabei wohl für Mobile Internet, also mobiles Internet stehen, aber es gibt auch Gerüchte, die besagen, es soll Mission Impossible heißen, weil es am Anfang sehr schwierig für Xiaomi war. Der Name Xiaomi hat auch eine Bedeutung. Er bedeutet so viel wie kleine Hirse, was für die kleinen Anfänge des Unternehmens steht. Der CEO hat auch einmal gesagt, dass es eine buddhistische Weisheit gibt, nachdem eine kleine Hirse irgendwann so stark sein kann wie ein großer Berg. Ihr erwartet einen Fakt zu Xiaomi? Nee, ihr bekommt jetzt kurz Eigenwerbung. Ich habe dieses Jahr das Ziel, 100 Abonnenten zu schaffen. Und wenn euch dieser Content hier gefällt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, das würde mir sehr helfen und jetzt geht's weiter. Die Fortune 500 sollten euch ja etwas sagen. Xiaomi ist auch in dieser Liste und zwar als jüngstes Unternehmen auf Platz 468. Die Firma hat ca. 23.500 Mitarbeiter. Zum Vergleich, Samsung hat ca. 310.000 Mitarbeiter. Xiaomi wurde am 6. April 2010 gegründet, unter anderem von Lai Yun. Und der ist immer noch CEO. Der erste deutsche Store von Xiaomi wurde in Düsseldorf eröffnet und das am 23. Juli 2020. Xiaomi liegt auf Platz 4 der weltweiten Smartphone-Verkäufe, hinter Samsung, Huawei und Apple und das schon seit 2016. Eine Aktie von Xiaomi kostet derzeit ungefähr, genau, 3 Euro. Der Höchstwert der Aktie lag mal bei ca. 3,73 Euro. Das erste Produkt von Xiaomi war ein Smartphone und das kam schon ein Jahr nach der Gründung heraus, nämlich 2011 und es war das Xiaomi Mi 1. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder.